Schauen wir auf diesen ersten Gipfeltag und wie er in der Ukraine auch angenommen wird. Denn in Kiew erreiche ich Andreas Umland, Analyst beim Stockholmer Institut für internationale Angelegenheiten. Guten Abend, Herr Umland. Guten Abend. Herr Umland, Sicherheitsgarantien, die hatte sich die Ukraine wohl versprochen heute von diesem EU-Gipfel. Was ist jetzt dabei herausgekommen? Ja, erstmal nicht das, was die Ukraine möchte. Die Sicherheitsgarantien sind letztlich auch ein Thema, was wahrscheinlich eher im Zusammenhang mit der NATO relevant ist. Aber für die EU wird das ja sowieso dann von Bedeutung, wenn nämlich die Ukraine beitritt, denn auch die Europäische Union hat ja eine Beistandspflicht, hat einen Artikel, in dem das ausdrücklich gesagt ist. Auch die Europäische Union ist letztlich eine Verteidigungsunion. Und insofern müssen das die europäischen Länder innerhalb der EU auch diskutieren und nicht nur innerhalb der NATO. Aber trotzdem, der Bezug zur NATO ist ja auch heute sehr, sehr klar geworden. Alleine schon durch den Besuch des NATO-Generalsekretärs. Und jetzt kommt auch die Fast-Bestätigung, dass Jens Stoltenberg ein weiteres Jahr an der Spitze der NATO sozusagen als Generalsekretär stehen wird. Ist das eine gute Nachricht oder ist das einfach aus der Not herausgeboren, eine Lösung, die letztendlich dafür sorgt, dass ein bisschen Kontinuität da ist? Also aus ukrainischer Sicht, soweit ich das hier einschätzen kann, ist das sicherlich von Vorteil, weil Stoltenberg jetzt auch einfach im Thema ist. Die letzten Jahre, im Grunde schon seit 2014, mit den Akteuren bekannt ist. Und insofern wird man das hier in Kiew sicherlich nur begrüßen, dass Stoltenberg jetzt bleibt. Und man erhofft sich jetzt von dem NATO-Gipfel in Vilnius, dass es dort bessere Aussagen oder konkretere Aussagen für die Ukraine gibt, die auf einen künftigen Beitritt hinweisen. Aber genau das ist ja das, was schwierig wird in Vilnius, denn auch da sind ja die Zeichen eher gemischt. Deutschland möchte nicht so weit gehen, dass es nämlich tatsächlich eine Zusage gibt, dass nach dem Krieg aufgenommen wird, sondern es geht im Grunde genommen um eine besondere Partnerschaft dort. Oder gibt es da, sehen Sie da Bewegung im Moment? Ja, das eine ist, dass man sich jetzt schon eben Sicherheitsgarantien erhofft, die unter der Mitgliedschaft liegen, sodass man in dieser Zwischenzeit bis zum Beitritt zumindest einen besseren Status als jetzt hat. Und dann eben auch ein Verweis darauf, dass sobald es dann möglich ist, sobald es dann Konsens gibt zwischen den 31, bis jetzt 31 Mitgliedsländern, dass dann auch der Beitritt dann erfolgt. Was man in Kiew befürchtet, ist, dass solche Sicherheitsgarantien so eine Art Wartesaal werden könnten, die dann den NATO-Beitritt auf womöglich Jahrzehnte verschieben, weil man dann auf diese Sicherheitsgarantien eben verweisen könnte. Das möchte man nicht. Im Grunde möchte man sowas Ähnliches wie was Finnland hatte bis vor kurzem oder was Schweden zurzeit hat, also eine Art Vorbeitrittsstatus, in dem es schon de facto eine Sicherheitszusage gibt von der NATO. Andreas Umland, welche Konsequenzen hat dieser Wagner-Aufstandsversuch, sagen wir einmal, für Russland? Putin hat sich heute demonstrativ gezeigt, öffentlich in Dagestan, fast ein Bart in der Menge. Die Situation oder die Ausstrahlung, wir haben die Lage wieder voll im Griff und es ist alles ganz ruhig. Ja, die Frequenz der Auftritte Putins in den letzten Tagen, die deutet eher darauf hin, dass es Nervosität gibt. Normalerweise ist Putin nicht so häufig mit Reden aufgetreten in den vergangenen Jahren und jetzt fast jeden Tag. Und im Ganzen gewinnt man eben den Eindruck, dass das schon ein Riss ist im System. Noch kein Bruch vielleicht, noch kein Auseinanderbrechen dieses Systems, aber Putins Versprechen war ja immer im Austausch gegen die Macht, die er konzentriert hat, Sicherheit und Stabilität zu liefern für das russische Volk. Und jetzt stellt sich heraus, dass nach 20 Jahren, nach über 20 Jahren seiner Herrschaft, das Gegenteil dabei herauskommt, eben solche fast schon zum Bürgerkrieg sich entwickelnder Putschversuch oder zumindest eine Meuterei.
Und das wird, glaube ich, viele Leute in Moskau, aber auch bei den einfachen Bürgern zweifeln lassen. Wir zweifeln jetzt über das Schicksal von Sergej Sorowikin, der Vizegeneral festgenommen, verschwunden, verhört. Angeblich hat er ja Nähe und auch gute Kontakte zu Prigozhin gehabt. Was lesen Sie daraus? Also man weiß das leider nicht so genau. Das ist ja ein Regime, was auf Geheimniskrämerei baut. Und die Führungsfiguren dieses Regimes sind ehemalige KGB-Offiziere, die natürlich wissen, wie man Informationen kontrolliert und manipuliert. Was das da jetzt mit dem Sorowikin auf sich hat, wage ich mir jetzt noch gar nicht einzuschätzen. Seine Tochter hat jetzt gepostet, dass alles okay sei, dass sie weiter als Familie weiterleben. Wem man da nun glauben soll, weiß man nicht. Es gibt auch Spekulationen darüber, dass es noch vielleicht einen viel weiteren Kreis von Unterstützern Prigozhins in Moskau gibt, der womöglich sogar in den FSB, in den Sicherheitsdienst hineinreicht. Und einige Analysten sehen da sogar einen Konflikt zwischen dem FSB, zwischen dem Sicherheitsapparat und also dem Geheimdienst und dem Verteidigungsministerium. Das sind aber alles bislang nur Spekulationen. Das ist wie zu Sowjetzeiten Kremlinologie. Ja, aber trotzdem, wir versuchen da genauer hinzuschauen, auch mit Hilfe von Ihrer Expertise, Andreas Umland, Analyst beim Stockholmer Institut für internationale Angelegenheiten. Guten Abend und vielen Dank nach Kiew. Danke Ihnen.